Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zum zweiten Teil unseres Dreiteilers zu Frequenzspektren mit dem Smartphone. In diesem Teil werden wir uns das Magnetspektrum anschauen und darüber reden, warum wir manchmal mehr Frequenzen sehen, als wir erwarten. Im letzten Video haben wir uns das Frequenzspektrum einer Gitarre angesehen und darüber gesprochen, wie wir dessen Auflösung verbessern können. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch vielleicht besser vorher an, denn wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar ist uns letztes Mal aufgefallen, dass wir mehrere Frequenzspitzen im Spektrum sehen, obwohl wir eigentlich nur einen Ton spielen. Und dazu schauen wir uns heute ein paar Beispiele aus dem Magnetfeldspektrum an. Dieser Sensor kann sehr kleine Magnetfelder erfassen, die beispielsweise durch elektrische Ströme oder Dauermagneten erzeugt werden. Hier ist ein Beispiel des Magnetfeldspektrums, das man sieht, wenn man mit der Bahn fährt. Diese Spitze wird durch den Wechselstrom erzeugt, die die Bahn antreibt, wofür in Deutschland eine Spannung mit 16,7 Hertz genutzt wird. Ebenso kann man Dauermagnete an Objekten befestigen, die sich drehen, um so deren Rotationsfrequenz zu bestimmen. Das ist das, was wir vor einigen Jahren mit dem Fidget Spinner gemacht haben, und das ist die übliche Methode, mit der Fahrradtachos arbeiten. Wobei diese kein Fourierspektrum berechnen, sondern einfach die Zeit messen zwischen zwei Magnetdurchgängen. Wenn wir das nun mit unserem Fahrrad hier versuchen, sehen wir deutlich, wie der Reifen mit der Zeit langsamer wird. Aber wir haben viele sich überlappende Spitzen, ähnlich wie das damals beim Fidget Spinner war. Warum ist das so? Wie schon erwähnt, ist dieses Spektrum das Ergebnis einer sogenannten Fourier-Transformation. Diese analysiert das Signal nicht einfach nur auf sich wiederholende Anteile, sondern versucht, das gesamte Signal aus einer Kombination von Sinusfunktionen wiederherzustellen. Das hier ist eine Sinusfunktion. Und das Spektrum, was wir sehen, bedeutet einfach, dass wir eine Sinusfunktion mit einer bestimmten Frequenz nehmen, ein kleines bisschen von einer Sinusfunktion von einer anderen Frequenz hinzuaddieren, einen großen Beitrag einer Sinusfunktion von einer noch höheren Frequenz hinzupacken und so weiter und so fort. Das Rohsignal von unserem Fahrradreifen sieht so aus. Sie ist nicht mehr ansatzweise eine Sinusfunktion. Es ist periodisch und wir können eine Frequenz dazu benennen, aber die Fourier-Transformation wird darauf bestehen, alles aus Sinusfunktionen zusammenzusetzen. Ein extremes Beispiel wäre eine Rechteckfunktion. Um diese aus Sinusfunktion zu konstruieren, starten wir mit einer Sinusfunktion, die die gleiche Grundfrequenz hat, fügen eine Sinusfunktion mit einer höheren Frequenz zu, um diese Ecken besser auszuarbeiten, und dann fügen wir noch eine hinzu und noch eine und so weiter. Das Fourier-Spektrum einer Rechteckfunktion hat viele Frequenzen. Und auf ähnliche Weise bekommt man viele weitere Frequenzen für jedes Signal, das nicht eine perfekte Sinusfunktion ist. Diese Spitzen nennt man Obertöne und das ist dasselbe, was wir bei der Gitarre schon gesehen haben. Es ist auch das, was den Klang einer Gitarre ausmacht und interessanter macht als zum Beispiel einer Blockflöte. Zumindest meiner Meinung nach. Es gibt wohl noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Als ich euch die Netzfrequenz der Deutschen Bahn gezeigt habe, habt ihr euch vielleicht gefragt, ob ihr nicht auch die Netzfrequenz zu Hause sehen könntet. In Deutschland und in großen Teilen Europas wäre das etwa 50 Hertz. In Amerika zum Beispiel sind 60 Hertz. Die beiden Frequenzen sind relativ gängig weltweit. Und die Antwort darauf ist wahrscheinlich nicht. Und wenn ihr etwas aus eurer Steckdose sehen könnt im Handy, ist es wahrscheinlich die falsche Frequenz. Wie dieses Beispiel eines Nutzers aus Amerika, der eigentlich hätte 60 Hertz sehen sollen, aber in VFox 40 Hertz gemessen hat. Der Grund hierfür ist der sogenannte Alias-Effekt. Den schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn wir uns auch das Beschleunigungsspektrum ansehen und damit die Drehzahl eines Motors und einer Festplatte bestimmen. Wenn ihr mehr über unsere kostenlose Open-Source-App VFox erfahren wollt und die Experimente, die man mitmachen kann, schaut euch VFox.org an. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, in welcher Form auch immer, schaut euch VFox.org/beitragen an, wo wir einige Dinge aufgelistet haben, die uns wirklich weiterhelfen können. Also schaut in den Links in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald im letzten Video dieser Serie.